Moin moin, liebe Shakes and Fidget Freunde und generell liebe YouTube Freunde. Ich habe gerade geguckt, das letzte richtige Video ist über einen Monat alt. Das hat verschiedenste Gründe, aber ich möchte versuchen, die langsam mit euch aufzuarbeiten. Erstens aber erschreckt euch nicht. Ich wollte ein wenig Veränderung, hatte gedacht, ich mache den Bart kürzer. Das ging dann so dermaßen schief, dass ich ihn einfach komplett abgemacht hatte. Mittlerweile ist schon wieder ein bisschen Kontur da, aber es war auf jeden Fall Katastrophe und bin froh, dass jetzt wenigstens wieder ein bisschen da ist. Aber es war echt sehr, sehr schlimm, die ersten Tage damit zu arbeiten. Das könnt ihr mir glauben. Aber das hat alles gar nichts damit zu tun. Eigentlich hat das, dass es keine Videos gab, alles damit angefangen, dass ich den PC quasi neu aufgesetzt habe. Damals für meinen Sohn, weil irgendwie sein Spiel funktionierte nicht mehr und so weiter. Habe ich gedacht, komm, machst du den Rechner neu fertig. Und ja, dann hatte ich logischerweise all meine Programme nicht mehr. Ich hatte irgendwelche Mikrofoneinstellungen, die ich jetzt halt auch nicht mehr habe. Ich nehme das jetzt einfach random auf, das Video, und hoffe das Beste. Ich habe auch noch nicht mal das Schnittprogramm runtergeladen, obwohl das auch circa ein Monat her ist, wo ich den PC neu aufgesetzt habe. Photoshop auch nicht runtergeladen, alles. Keine Ahnung, muss ich gleich mal gucken. Photoshop ist das geringste Problem und das Schnittprogramm. Deswegen schaue ich da gleich mal. Naja. Und auf jeden Fall konnte ich mich denn in all dieser Zeit absolut nicht dazu durchringen, irgendwie, leider Gottes, ein Video aufzunehmen. Hatte auch sehr lange hier keine Pilze. Ich habe jetzt hier, als das Geburtstagsding sie war, für 10 Euro aufgeladen, weil das Angebot sehr, sehr gut war. Ja, auch weil ich das Geld gar nicht dafür hatte. Ne? Die alten Videos kennt ihr, da habe ich ja erzählt, ne, mit dem Missgeschick von dem Kumpel von meinem Sohn, der mich da ein bisschen in die Bredouille gebracht hat. Jetzt diesen Monat war die Dauerkarte-Abbuchung oder Dauerkartenabbuchung vom Schalke, ne, damit auch die Stadion-Vlogs gewährleistet sind. Spätestens da hätte es wieder Videos gegeben. Ja, auch wenn es halt zweimal, also alle zwei Wochen sind. Je nachdem, plus minus Auswärtsfahrten, was da zustande gekommen wäre. Auf jeden Fall freue ich mich da auch wieder drauf. Da geht es bald los. Anfang August müsste das dann sein. Ende nächster Woche, um genau zu sein, am Donnerstag sollte der Spielplan veröffentlicht werden. Toi, 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 geht es endlich mal mit einem Heimspiel in die Saison für uns Schalker. Und nicht für ein Auswärtsspiel irgendwo nach Buxtehude. Ja, ne, so war es. Natürlich tat es mir leid, dass ich so lange keine Videos gemacht habe. Weil ich habe gemerkt, dass mir was fehlt. Ich habe auch sehr, sehr lange nicht gestreamt. Letztens einmal. Es war ein komisches, aber cooles Gefühl. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich kriege so auf die Fresse gerade. Na, okay, 35 ist jetzt nicht so auf die Fresse, aber es ist auf jeden Fall nicht das Ergebnis, was man eigentlich möchte, wenn man auf Expedition geht. Und auf jeden Fall, ja, so Social Media mäßig bzw. Content Creator mäßig war ich da wirklich ja fast wie ausgestorben, außer tatsächlich auf TikTok, aber auch dort gab es nur die Schalke Clips, ne, die es auch in den Vlogs gibt. Ich habe ja dann teilweise extra Videos in Hochformat gemacht, ne, ja, okay, das war auch intelligent, aber es führt hier nichts zur Sache, extra in Hochformat aufgenommen, eben für TikTok, weil ich dort auch wachsen wollte. Und ich recht schnell gemerkt habe, dass da auch eine aktive Schalke-Community ist, was mir durchaus Spaß gemacht hat. Das habt ihr ja hier auch auf YouTube gemerkt, wenn ich da die Shorts hochgeladen habe von Schalke. Dass
ja, da Interaktion war, Views waren und so weiter. Das war mit Gaming-Content so halt alles gar nicht möglich. Und ja, das war alles einfach nicht gegeben. Und deswegen hat mir es auch so viel Spaß gemacht und macht mir auch weiterhin Spaß. Auf TikTok kann ich immer jetzt, wenn Länderspiele sind, da ich zum Kumpel gehe. Ich habe mir das Trikot geholt. Das Pinke wollte ich erst mit Toni Kroos, war aber leider ausverkauft. So, dass ich dann das Weiße mir geholt habe mit Florian Wirtz. Und hab bei der EM echt Freude dran. Es macht mir unglaublich Spaß, das mit Freunden zu gucken. Ich hoffe, wir kommen noch zu einem Spiel mindestens, wo wir in eine Kneipe gehen können. Da waren wir beim Champions League Finale Dortmund gegen Real Madrid, was ganz cool war. Dort waren dann auch andere Dortmunder. Was mich jetzt ja persönlich nicht so stört, habe damit ja kein Problem. Auch bei Schmähgesängen mache ich ja bekannterweise nicht mit, weil ich das einfach ja nicht mag. Ich weiß nicht, finde das irgendwie ein bisschen ja, dumm will ich nicht sagen, das ist der falsche Ausdruck, aber das macht einfach ja keinen Spaß. Ich empfinde dabei keine Freude, kein Nix. Das bringt mir einfach so keinen Spaß. So. Ja, und jetzt nochmal zurück auf Shaxx und Fidget. Das war so die Content-Creator-Seite, ne? Also auf TikTok hättet ihr mich verfolgen können. Dort, ja, war ich relativ aktiv, auch wenn es in letzter Zeit weniger geworden ist. Logischerweise habe ich keine Clips mehr und so weiter von den Spielen. Da hoffe ich denn, dass es auch bald wieder losgeht. Natürlich, ähnlich wie hier auf YouTube. Ja. Hier im Legendary Dungeon, ich hatte überlegt, logisch, ob ich zwei Pakete auflade, aber ich habe mich dazu entschieden, hier den Free Dungeon mitzunehmen. Ich schaffe auch immer, wenn überhaupt, tatsächlich nur einen One in der Zeit. Einfach weil ich das leider nie optimieren konnte. Oh, nice, cool. Freue ich mich drüber über die schrille Pfeife. Weil ich das nicht optimieren kann. Ich weiß nicht, wie andere das machen. Da bei dem Free Twice hier zwei, drei Durchgänge zu machen. Aber es ist gar nicht weiter schlimm. Bin froh, wenn ich hier immer einmal durchkomme. So, hier können wir tatsächlich einmal opfern. Oh, guck mal, haben 900.000 Holz ausgegeben und haben. Das ist auch Arschluss, oder? 600.000 Stein mitbekommen. Aber egal. Ah ja, klar, nochmal ein Blutopfer sicher. Junge, wo sind wir denn jetzt hier, Alter? Komm, gönn Eige. Ah, nice. So, was haben wir hier? Und Schlüssel entschärfen. Komm, ja, mal. Also mir macht schon Spaß. Die Dungeons sind alle cool, beziehungsweise die Designs auch mega, mega nice. Und ich spiele es auch nach wie vor täglich, Shaxx und Fidget. Ne, das auf jeden Fall nicht falsch verstehen. Bin ja auch mittlerweile 311. Auch weil ich tatsächlich richtig, richtig lange keine Dungeons gemacht habe. Also wenn ich dann irgendwann nochmal für 50 Euro oder so Pilze auflade, dann knallt es richtig und dann können wir auch durchziehen. Alter, ich habe aber auch die Arschkarte. Dann können wir auch versuchen vorbeizurennen. Sind sogar durchgekommen. Und dann stehen wir gleich vom Boss. Ja, und können nichts mehr machen, weil wir eh fast tot sind. Kann man das überspringen? Nee. Schade, Marmelade. Naja, da geht es dann beim nächsten Mal weiter. Also wie seht ihr ja, ne? Ein Durchgang schaffe ich auf jeden Fall. So, den müssen wir einmal betreten, damit der Countdown läuft. Und dann warten wir da einmal ab. So, hier haben wir nochmal ein kleines Upgrade. Gestern auch, will ich auch kurz anmerken, haben wir unseren ersten schwarzen Edelstein tatsächlich bekommen, ja? Hier unten 291 auf
alle Stats richtig, richtig cool. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Zack. Auch in der Gilde, das ist wieder einer gegangen, leider Gottes. Aber hier VGL zum Beispiel haben wir noch drin, einfach weil das zu viele Punkte in der Ritterhalle kosten würde. Was sehr, sehr schade ist. Ansonsten ist das momentan echt schwierig. Logischerweise jetzt wurde zum Beispiel EU13 angemeldet. Das ist dann auch wieder so eine Sache, ne, dass die Gilde hier wirklich schwer ist am Leben zu halten. Viele, viele ziehen geilerweise trotzdem durch. Mega, mega cool. Bin ich auch sehr, sehr dankbar drüber und froh, dass so viele nach wie vor mit am Start sind, durchziehen. Hier Frekus auch richtig nice. Steeler nach wie vor noch mit dabei. Hobbs auch noch. Also vielen, vielen Dank an alle High-Level-Leute und generell an alle Leute, die mit durchziehen. Das bedeutet mir wirklich, wirklich viel, dass so viele noch mit dabei sind. Guck mal, wie wir einfach durchkommen. Und jetzt ist hier beim Erbsenzähler. Ja, wir können einfach durchmarschieren. Ich weiß nicht, ob wir den ganzen Turm jetzt besiegen können. Ah, hier ist. Okay, hier ist Ende im Gelände, aber wir sind schon sehr, sehr gut durchgekommen. Aber ja, leider sehr, sehr viele Gegenstände ohne Sockel. Ja, und wenn man denn Steingewinnung, oder werden wir das erstmal machen. Ich weiß noch nicht, was ich davon wirklich dann denkst du, das äußert oder was? Ja. Ist halt schade. Ja, guck mal hier. Das können wir tatsächlich machen. Zack. Dann können wir die verwerten. Einfach damit wir genug Ressourcen wieder haben. Hier äußert. Das werde ich auch nicht mitnehmen. Boah, starker Ring. Wenn wir jetzt hier den Edelsteinsockel hinzufügen, das kostet so viel. Ja, okay, never mind. Sorry. Ich wusste nicht, dass wir hier gebunkert haben auf die nächsten Jahrzehnte. Also da können wir. Upali. Da können wir dann ruhig unsere Kunigunde nach oben pushen. Auch hier, holy shit. Also das können wir denn richtig, richtig gut nutzen, damit wir denn auch beim nächsten Mal nochmal einen nicen Push bekommen. Da Kunigunde einfach gefühlt komplett neu ausgestattet. Von dem nicht Gegenstandserlegen, Steingewinnung bitte. Danke. So, was haben wir hier noch? Auch. Hey, aber guck mal, nur Kunigunde. Was ist das denn? Und dann haben wir noch so viele Dungeons in der Unterwelt und Oberwelt, wo wir auch noch reingehen können, Freunde. Also, Content wäre da. Das ist absolut nicht das Problem. Ja, und dann können wir hier auch noch den Gegenstand zerlegen. Dann haben wir noch mal ein bisschen was gerettet. Ja, krass. Ging auf jeden Fall gut durch. Mega, mega nice, wirklich. Ja, das war's aber an dieser Stelle auch schon. Ja, Arena Manager ist so oder so egal. Das mache ich einfach aus Jux an der Freud. Das macht mir wirklich viel Spaß. Ja, ich habe in der Zeit, um noch mal kurz darauf zurückzukommen, natürlich auch gezockt. Ne? Viel WoW gespielt. Aber tatsächlich nur älteren Content. Weil ich mich auf Shadowlands konzentriert habe, weil ich das so einfach durchziehen wollte. Ich warte mit meinem Kumpel jetzt noch den richtigen Moment, wo wir dann in Dragonflight weitermachen. Kommt da bald The Warbus in, da freuen wir uns beide richtig drauf. Haben jetzt nochmal angefangen, Lords of the Fallen zu spielen oder Lords of Fallen.
Ist ein Souls-like-Spiel, was wir früher schon gespielt haben und jetzt wollten wir einfach noch mal reingehen. Elden Ring wollten wir eigentlich machen, aber auf der Konsole leider. Und ja, da ist der Koop-Modus einfach echt wirklich, wirklich schwach. Ne, im Base Game. Ist halt kein richtiger Koop, das ist nur, um bei Bossen zu helfen, eigentlich angelehnt. Ja, und Lords of Fallen hat einen richtig durchgehenden Koop-Modus. Da macht es richtig Spaß, wenn man so ein Souls-like-Game mit einem Kumpel spielen will. Könnt ihr ruhig mal ausprobieren. Einziger Hinweis an dieser Stelle: stellt aus, dass ihr nicht Crossplay anhabt. Also ihr müsst Crossplay deaktivieren, wenn ihr es beide an der Konsole oder am PC spielt. Vielleicht ist es am PC noch einfacher, aber wenn ihr das an der Konsole spielen wollt, online natürlich, dann stellt Crossplay aus. Das hat bei uns funktioniert, wir haben keine Verbindungsabbrüche. Das nur so als kleiner Tipp, ist momentan auch im Angebot wieder Lords of Fallen. Ich weiß nicht mal, wie es richtig heißt. Auf jeden Fall wisst ihr auf jeden Fall, was ich meine. Wenn ihr es googelt, dann seht ihr schon, ne? Macht richtig, richtig Spaß. Und ja, bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, für euer Interesse. Ich bin nicht tot, bin voll dabei. Hab auch Fitness gemacht, mache ich ab und zu jetzt bei dem Wetter. Es ist absolut nicht meins. Das wisst ihr vielleicht, wenn ihr meine Videos geschaut habt. Ich habe es bestimmt schon mal erwähnt. Diese Hitze ist echt nicht meins. Mir macht es halt keinen Spaß. Ich weiß nicht, ob ich heute mein Workout mache. Mein Sohn, schön, dass ich das am Ende erwähne, hatte gestern 39,5 Grad Fieber. Mit Fiebersaft geht es ihm jetzt besser, aber ich muss halt leider zu Hause bleiben bei ihm. Sonst, wenn er mal so kränkelt, ja, gehe ich trotzdem arbeiten. Aber jetzt bei so hohem Fieber habe ich gedacht, okay, nee, sorry, dann muss ich zu Hause bleiben, geht nicht anders. Und ja, ihm geht es soweit, Gott sei Dank, ganz gut. Aber ich fühle mich, als hätte ich Fieber bei der Außentemperatur. Ist echt nicht meins. Wirklich nicht. Macht keinen Spaß. Ja, in diesem Sinne, habt ein Update von mir. Bin noch dabei. Tut mir leid, dass es so lange keine Videos gab, ja. Aber ihr seht, ich habe eigentlich nichts ohne euch gemacht, außer zu leveln in den Dungeons. Holla die Waldfeder. Können wir so viel Spaß haben. Einzige, was ich ohne euch gemacht habe, ne? Demon Portal. Aber auch hier komme ich bei 3,9 absolut nicht weiter. Ich glaube, das ist echt so ein Hardcut. Also da ist für mich gar kein Durchkommen. Ja. Hier sind wir 47. Raids haben wir geschafft, da kommen wir nicht weiter. Leider ja inaktive und generell nicht so stark die Leute. Grüße gehen noch mal kurz raus, weil ich weiß, er hat meine Videos immer geschaut. Valos ist ja auch damals in unsere Gilde gekommen. Ist mittlerweile auf 191, ja, vom Level her. Richtig, richtig nice. Und das war's. Habt einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr genießt das Wetter mehr als ich. Bedanke mich bei euch. Und wir sehen uns hoffentlich, ja, relativ schnell wieder. Und ich versuche, eine nicht zu lange Pause dazwischen zu lassen. Macht's gut.